Nun, dann lasse ich den guten Kalzelmo da mal rumkalzelmen. Und ahnte ich es doch. Meine Traglast ist beinahe ausgeschöpft. Ich sollte eventuell die edlen Geschäfte dieser edlen Stadt aufsuchen und den edlen Leuten ein bisschen Kram verkaufen. Wir haben doch einen Schmied da hinten irgendwo. Der will doch bestimmt mir den Schneid abkaufen oder ähnliches. Der hat hoffentlich die Taschen voller Gold. Ist immer laut hier, so ein Rumgedröhne. Hey da, Schmied! Ich bin der persönliche Schmied des Jarls. Das heißt aber nicht, dass ich euch nicht ein paar Stücke zu einem fairen Preis verkaufen kann. Das finde ich nett. Was hast du denn so da? Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Das wird sich alles zeigen. Was hast du denn? Ich kann ja vielleicht ein bisschen selber schmieden. Das wäre nochmal eine gute Maßnahme, oder? Gib mal her den Kram. Ich kauf dir den mal ab. Silber nehmen wir auch gerne. Alles her damit. Und im Tausch dafür willst du Zaubertränke haben. Ganz sicher. Ja, kannst du alles haben. Ja, klar. Das braucht keine Sau. Ach so, und schon ist dein Geld alle. Ha, hervorragend. Also gut. Das heißt, naja, zum Teil hervorragend, weil ich jetzt ja den ganzen Kram immer rumschleppen muss, aber vielleicht können wir ja noch wertvolle Lektionen lernen in Schmiedearbeit. Wenn wir das jetzt alles zusammenschmieden. Gucken wir mal, was haben wir denn alles dabei? Fangen wir mit dem Schmuck an. Ach ja, wir haben ja ganz viel Gold dabei. 27 Goldbarren. Dann gucken wir, was wir daraus so alles machen können. Amulett des Knochenhabichts. Ja, das kann ich mir nicht leisten, aber ist auch egal. So, 120, 400, 500, 900. 900 für den goldenen Diamantring. Jo, immer her damit. 700 für den Smaragdring. Mal her damit. So, da sind wir schon auf 95. Wunderbar. Yep. Und da gehen wir langsam die Edelsteine aus, aber was soll's. Silber haben wir auch noch ein bisschen. Immer her mit dem Kram. Und auf 98 schon. Super. Und im Level steigen wir auch gleich auf. Das ist ja ganz wundervoll. Zup. Und wir schmieden noch mal ein bisschen weiter. Wir haben ja auch noch... ja, was haben wir denn hier noch? Nord geht nicht. Hitin auch nicht. Vulkanglas. Ja, das geht. Dö, 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 dö. 820. Immer das teuerste nehmen. Einfach immer das teuerste. Zap. Ebenerz. Da haben wir nichts. Ork. Da haben wir auch nichts. Elfen. Ah, doch, Elfen haben wir. Da können wir hübsche Schuhe machen oder eine Rüstung. Das ist doch was. Ja, und Handschuhe auch. Wir wollen ja nicht kleckern, sondern kotzen. Genau. Huste nicht so rum. Leder, Stahl, ah, Stahl haben wir noch. Was haben wir hier am teuersten? Das ist. Warte. Ah, Stahlplatten. Rüstung. Ja, da haben wir gesucht. Und ein Helm.
Das ist ja wundervoll. Yes, wir sind schon auf 99. Jetzt müssen wir noch auf 100 kommen. Schaffen wir das? Das wäre cool. Das wäre so cool, wenn wir noch auf 100 kommen. Komm schon. Lederrüstung, like no tomorrow. Ah, aber immer noch nicht auf 100. Verdammt. Und jetzt trage ich zu viel und kann nicht rennen. Ich trage so viel und kann nicht rennen. Willst du mir noch irgendwas abkaufen? Eventuell? Du hast kein Geld mehr, ne? Ich bin der persönliche... Wollt ihr euch schützen oder Schaden ausgeben? Kein Geld mehr. Kein Geld mehr. Du hast auch nichts mehr zu verkaufen, was ich brauche. Ach, so ein Mist. Jetzt muss ich mal so eine Art Händler finden. Oh, ich trage aber auch ganz schön viel mit mir rum. Hey, ich bin derjenige, der hier hustet. Ich bin Gorsas Assistent. Das ist ja schön. Ich helfe ihr mit der Schmiede. Vergeudet keine Zeit mit Tacitus. Das bringt nichts. Wo habt ihr denn das Schmieden gelernt? Und warum Tacitus? Warum heißt er nicht Tacitus? Bin in einer Festung aufgewachsen. Jedes Orkmädchen hat irgendwann mal an der Schmiede zu tun gehabt. Aber ein Mädchen muss erwachsen werden. Und das Leben in der Festung war sehr fordernd. Also ging ich zur Armee. Dort habe ich mein Handwerk gemeistert. Okay. Ihr seid in einer Festung aufgewachsen? Warum fragt er das? Das hat sie mir gerade erzählt. Ganz richtig. In einer Orkfestung. Wirklich? In einer Orkfestung? Wir blieben unter uns und lebten, wie es die Alten von uns erwartet hätten. Das hat mir aber nicht gereicht. Ich ging. Wollte nicht als dritte Frau irgendeines niedrigen Häuptlings enden. Wieso nicht? Klingt doch ganz gut. Also gut. Wenn die ersten beiden sterben, bist du die Nummer eins. Ist doch praktisch. Oh Mann, ich hasse es, wenn ich nicht rennen kann. Ja, ich stapfe hier vorbei. Ganz langsam stapfe hier vorbei. Puh. Ja, da wufft noch ein Hund rum. Schleich, 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 die Schleich, schleich, schleich. Ich muss einige Händler finden. Aber mindestens einige, wenn nicht sogar mehrere. Moin. Ich bin immer so langsam, mach dir keine Sorgen. Ich habe nur Arthritis. Der gute Calzelmo hier um die Ecke, der ist doch auch Händler. Dem kann ich auch noch was andrehen, oder? Oder? Moin. Wenn nicht, dann gehe ich natürlich einen sehr weiten Weg. Umweg. Aber ich riskiere es einfach mal. Der Calzelmo, der ist doch ein Händler mit Typi und der will bestimmt meine ganzen Rüstungen haben. Wäre ja auch schade, die alle wegzuwerfen. Kostet ja alles Geld, so ein Kram, ne? Wir wollen ja nicht hier die Verschwender sein. Schleich, schleich, schleich. Schleich hier, die Schleich, die Schleich. Calzelmo, ach, da ist er ja. Ich dachte gerade, der ist nicht da, aber der, da lungert er ja rum. Der tarnt sich nur sehr gut vor seinem, Dingens da. Heda! Ich habe euch doch bereits... Ja, ja, verkaufen. Zauber und Beschwörungen für jene, die das ist voll super. Guck mal, ich habe dir nämlich was für dich. Und zwar, ja, Eisenrüstung. Ich gebe dir einen kleinen Rabatt, dann kannst du dir 5 leisten. Bitteschön, und mehr geht nicht. Ich hoffe, euer Besuch im... Kann ich hier noch irgendwas? Geh mal weg da. Entzaubern irgend... Nein, geht nicht. Habe ich noch irgendwas Überflüssiges dabei? So. Keine Zauberbücher, kann man ja immer ganz gut weglernen. Aber nur, wenn man die noch nicht kennt. Nun gut, danke für den schönen Handel, lieber Calzelmo. Ich gehe dann mal raus. Wir sehen uns. Schleich, schleich, schleich. Schleiche die Schleich, die Schleich. Die Rüstung sieht aber gar nicht mal so schlecht aus an ihm. Nee, nee. Sieht ganz gut aus. Ja, ich weiß, dass ich zu viel trage und nicht rennen kann. Das ist mir sehr schmerzlich bewusst gerade. Aber draußen in der Stadt sind ja unzählige Händler, die mir... meine Waren förmlich aus der Hand reißen werden.
Jedenfalls hoffe ich das für die. Stapf, stapf, stapf. Warum sehe ich eigentlich meine Füße nicht? Guck mal, da habe ich jetzt Füße. Reinzoomen, Füße weg. Knirrt. Jedes Fürstentum hat also seine eigene Strafverfolgung. Und natürlich ist es jetzt Nacht, gehört, dass sie die Dämmerwacht, weil nachts haben die Händler ja nicht auf. Aber da können wir gleich eine Runde warten. Ja genau, ich springe hier mal runter. Ich höre dir immer noch zu. Hier war doch auch noch eine Schmiede, genau dort unten nämlich. Da arbeitet, glaube ich, die zweite... Die nette Ork-Dame, mit der wir schon sprachen. Aber natürlich nicht nachts. Zup. Aber das lässt sich ja ändern, denn... Guck mal, plötzlich ist es ja nicht mehr nachts, wenn wir einen Augenblick warten. Wart, wart, wart. Und zack, schon ist es helllichter Tag. Und, hallo? Da! Takitus? Was ist das? Was ist ein Takitus? Ein Nagel? So nennt ihr das also? In der Armee hätten wir es unbrauchbar genannt. Vielleicht ist es ja beides. Ein unbrauchbarer Nagel. Das muss ich ja nicht immer ausschließen. Es tut mir leid. Ich habe nur... Also die Schmiede wird so heiß. Ich dachte... Ihr habt was gedacht? Ihr könntet einen Schritt überspringen? Das Metall nicht vollständig erhitzen? Ja, genau. Mach das noch einmal. Mach das lieber nochmal. Besser ist. Peter! Braucht ihr eine neue Klinge? Was hat neuer Lehrling eigentlich für Probleme? Takitus? Ja, Tacitus. Der Junge kommt aus dem Kaiserreich. Ich zeige ihm immer wieder, wie man das Eisen behandelt, aber er kapiert es einfach. Vielleicht ist er einfach dumm. In der Armee haben die kaiserlichen Schmiede damals Bücher gelesen, wenn sie etwas nicht reparieren konnten. Weisheit der Alten und so. Aha. Wenn ihr ein Buch namens Die letzte Schwertscheide von Akrasch findet, könntet ihr es mir bringen? Takitus lernt hier ganz gewiss nicht aus der Praxis. Okay, klar. Wenn ihr es findet, bringe ich es euch. Kein Problem. Und bis dahin wollen wir eine Runde handeln. Drauf. Okay. Guck mal, du möchtest unbedingt hier diese Eisenrüstungen und hier Helm und den Helm und die Handschuhe. Willst du alles haben? Alles für dich. Ja, ja, das willst du doch alles haben. Und jetzt will ich von dir noch hier die Zutaten, damit ich noch auf Level 100 schmieden kann. Unbedingt. Schon so, und dann willst du natürlich noch die restlichen Sachen von mir kaufen. Erstmal das Schwere weg, würde ich sagen. Hier, dädrischer Helm kannst du auch haben. Habe ich ja nicht Waffen geschmiedet? Die müssen auch noch weg. Ich glaube ja, aber da, weg, weg. Nee, der ist zu teuer, den kriegst du nicht. Und da kannst du noch einen von leisten. Schön, da fühlen wir uns alle gleich viel besser. Kommt zu mir, wenn ihr etwas Geschmiedetes braucht. Eventuell. Vielleicht schmiede ich aber auch selber. Wer weiß das schon? Schmuck? Nein. Fangen wir unten an. Na bitte, Nord. Passt. Ja, Schmiedekunst auf 100. Jetzt können wir nämlich auch unsere Schmiedefähigkeit verbessern auf... Nee, erstmal zum Schmieden. Zack, 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 zack. Schmieden.
Flupp. Was haben wir denn da? Drachenrüstung. Kann Drachenrüstungen und Drachenknochenwaffen in Schmieden herstellen und doppelt so effektiv machen. Zack. Und wir haben den Schmiedebaum komplett aufgefüllt. Ist das nicht geil? Und ich sage, dass ihr noch eine Menge Nägel und Beschläge vor euch habt, bevor auch nur ein Flieger. Und jetzt schleppe ich wieder schweres Zeug mit mir rum. Und bevor ich eine Drachenrüstung schmieden kann, muss ich natürlich meine Drachenutensilien noch besorgen. Ich habe ja noch einige Drachenknochen und Drachenschuppen. Aber wenn mich alles nicht täuscht, habe ich die in Weißlauf gelassen. Da sind die auch sicher aufgehoben. Aber wir haben Schmieden auf 100 gebracht. Ist das cool oder was? Ja, das ist cool. Rums. So, gucken wir mal, was wir hier noch loswerden können. Wir sind schon wieder völlig überladen. Ne, das heißt völlig, wir sind leicht überladen. Aber überladen ist überladen. Heda! Die Hexenheilerei ist euer verschwiegener Ansprechpartner für all eure Bedürfnisse. Okay. Die Hexenheilerei, das ist wirklich ein außergewöhnlicher Name. Das bringt das hohe Alter mit sich. Okay. Die Leute glauben allmählich, man hätte etwas Magisches an sich. Und dann kommen die Beleidigungen. Beleidigungen? Wir machen sowas. Doch mit einiger Erkenntnis von Pflanzen und Zaubertränken kommt man über die Runden. Nicht, dass die Leute gern zugeben, dass sie bei mir kaufen. Seht ihr? Ich habe sogar etwas Zaubertrank für den Vogt. Könnt ihr ihm den bringen? Richtet ihm einfach aus, dass damit sein Problem behoben sein dürfte. Sein Problem? Okay, mache ich gerne. Ich werde dafür sorgen, dass er ihn bekommt. Kein Problem. Ich danke euch. Bring ihr den Trank des Hengstes zu Rerek. Mensch, der gute alte Rerek, den Trank des Hengstes. Entschuldigung. Was haltet ihr eigentlich von Markart so? Wie ist denn das hier? Familie wären wir besser dran. Soll ich sie verprügeln? Alle paar Tage schicken sie ihren Rohling Ingwer zu mir, um mich um ein paar Münzen zu erleichtern. Leckere Ingwertee. Mm. Und Beatrix Silberblut verlangt ständig nach weiteren Zaubertränken, um den Ehrgeiz Ponas anzufachen. Das macht ihn gereizter als einen Bären. Und was wisst ihr über die Abgeschworenen? Nur, dass sie einer alten Frau das Herz brechen. So viele Freunde, so viele Verwandte. Alle verloren bei dem Versuch, eine Vergangenheit wiederzubeleben, die schon lange vorbei ist. Nun gut, kommen wir mal zum Geschäftlichen. Ah, dann seid ihr also ein Alchemist. Sitze, hast du irgendwas an Zutaten, was ich vielleicht unbedingt brauchen könnte? Irgendwie, irgendwas? Sieht nicht so aus. Schade. Schade, schade. Nun, dann ein andermal. Aber du willst von mir, da bin ich ziemlich sicher, hier so eine Rüstung haben. Auch wenn du dir die nicht leisten kannst, ich muss die mal loswerden. Die ist viel zu schwer. Hier, bitteschön. Da bin ich ja, Nun, ne, und so. Sag mir, ob ihr ein Heilmittel benötigt. Oder etwas anderes. Etwas anderes. Und du? Ich bin Botelas Assistentin. Mit ihr solltet ihr reden, wenn ihr ein Heilkraut oder einen Zaubertrank braucht. Und wenn ich nichts von beiden brauche? Oh, was haben wir da? Himmelsrand für Kräutersammler. Alchemie verbessert auf 83. Da nähern wir uns auch langsam dem Maximalwert an. Junges Ding? Das wirksamste Gift, um einen Mann zu töten? Vielleicht einen Trank, durch den sich jemand verliebt? Ich wollte eigentlich nur wissen, ob ihr Familie... Oh, okay. Sie wollte keinen Zaubertrank, sondern nur nach der Familie fragen. Tada!